Das bedeutet, diese Situation, auf Arabisch nennt es die Firkilat al-Faqid al-Tahurain, die nennt das jemand, der keine Möglichkeit hat, sich weder nach der einen noch der anderen Methode zu reinigen. Die Gelehrten, die sagen, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, was man macht, wenn man sich nicht reinigen kann. Die erste Gruppe sagt, man betet, ohne sich zu reinigen. Die zweite Gruppe sagt, man wartet, bis man die Möglichkeit hat, sich zu reinigen, und dann holt man sein Gebet nach. Eine dritte Gruppe von Gelehrten sagt, das Gebet entfällt. Also du betest gar nicht. Okay? Und jede dieser, es gibt noch andere Ansichten, aber jede Ansichten hat seinen Beweis. Entscheidend ist für uns, diejenigen, die gesagt haben, man betet auch ohne sich zu reinigen. Natürlich, die anderen, wie antworten sie? Die sagen natürlich, wie kannst du beten, ohne dich zu reinigen? Wodurch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Miftah al-Salah, al-Tuhur. Okay? Die sagen, du hast diese Bedingung gar nicht erfüllt, also kann dein Gebet gar nicht gültig sein. Dann antworten sie und sagen, in diesem Hadith haben die Sahaba auch gebetet, ohne sich zu reinigen. Dann wenden sie ein und sagen, stopp, damals gab es den Tayammum noch nicht. Heute gibt es ihn aber. Darauf antworten sie wieder und sagen, das tut nichts zur Sache. Genauso wie sie damals keine Möglichkeiten hatten, sich zu reinigen, gibt es heutzutage, wir reden ja über den Fall, dass man sich gar nicht reinigen kann, richtig? Genauso heute, auch wenn es eine Ersatzreinigung gibt, ich rede aber in dem Fall, wo ich die Ersatzreinigung auch nicht anwenden kann. Also kann ich mich sehr wohl auf diesen Fall wiederum beziehen, steht hier. Und deswegen, wenn ihr dann irgendwo nachschaut, heißt es dann, die richtige Ansicht ist, dass man betet, auch wenn man sich nicht reinigen kann. Tamam.